Hallo, mein Name ist Markus Ulrich. Ich bin sportwissenschaftlicher Leiter in der Salztalklinik. Ich möchte Ihnen heute auf digitalem Wege einen kleinen Einblick in das funktionelle Screening geben, welches einen großen Part unserer täglichen Arbeit einnimmt. Ein mögliches unterstützendes Instrument dafür ist die Technobody-D-Wall, welche Sie hier auf der Grafik meiner Präsentation sehen können und ich Ihnen in diesem Zusammenhang etwas näher bringen möchte. Vorab möchte ich Ihnen jedoch noch kurz etwas über die von uns verfolgte Philosophie der funktionsbasierten Nachbehandlung erzählen. Bei der Nachbehandlung von Patienten findet ein Paradigmenwechsel statt. Rein zeitbasierte Nachbehandlungskonzepte treten immer mehr in den Hintergrund und werden zunehmend durch funktionsbasierte Konzepte ersetzt. Eine Steuerung der Rehabilitation nach funktionellen Schemata, welche an die Ziele bzw. Anforderungen des Patienten angepasst sind, sind empfehlenswert. Das Alter sowie das Aktivitätslevel sind entscheidende Aspekte, welche berücksichtigt werden müssen. Beispielsweise bei einer vorderen Kreuzbandruptur sollte das Aktivitätslevel sowie das Alter des Patienten Berücksichtigung finden. Also handelt es sich um einen sportlich aktiven oder eher inaktiven Patienten und in welchem Alter befindet sich diese Person? Kurzum, welche Voraussetzungen bringt der Patient mit und welche möchte er wieder erreichen? Die rein zeitbasierten Schemata berücksichtigen diese individuellen Situationen des Patienten nicht. Die Entscheidung darüber, ob und zu welchem Zeitpunkt der Nachbehandlung ein Patient ein spezifisches Belastungsniveau erreicht hat, ist demzufolge ein komplexer, systematischer und individueller Prozess. Wenn wir demzufolge auf unser Beispiel zurückgehen, der vorderen Kreuzbandruptur, ist für mich persönlich immer entscheidend, wenn wir von einer sportlich aktiven Person sprechen, inwieweit möchte diese das sportliche Niveau wieder erreichen. Wenn wir über eine inaktive Person sprechen, ist für mich eher entscheidend, wie soll die Teilhabe im Alltag wieder gestaltet werden. Und entscheidende Bewertungsfaktoren aus meiner Sicht sind dafür die Qualität einer Bewegung, welche jeweils vor der Quantität steht, und zum anderen der Limb Symmetry Index, kurz LSI, welcher ein Verhältnis zwischen gegenüberliegenden Extremitäten, zum Beispiel rechtes und linkes Bein, darstellt, das dazu dient, eine betroffene Extremität mit der nicht betroffenen zu vergleichen. Wie bereits erwähnt, greifen wir in der Salzter-Klinik zur Unterstützung des Screenings unter anderem auf das Trainingssystem D-Wall der Firma Technobody zurück. Was ist eigentlich die Technobody D-Wall? Die Technobody D-Wall ist ein Trainingssystem bestehend aus einer 8,5 Quadratmeter großen Trainingsfläche, ausgestattet mit zwei Messsystemen. Zum einen einer 3D-Videokamera, welche sich hier unter dem Monitor befindet, und zum anderen einer integrierten Kraftmessplatte, welche sich unter dem Fadenkreuz hier unten auf der Fläche unter der Hantel befindet. Das Feedback beider Systeme erfolgt über den Monitor. Die Idee dahinter ist die qualitative Beurteilung eines funktionellen Trainings, also einer komplexen Bewegung mit hohem koordinativen Anteil, wie sie im alltäglichen Umfeld häufig stattfindet, wie beispielsweise bei einer Kniebeuge oder einem Sprung. Mithilfe der Technobody D-Wall können schnelle und hochkomplexe Bewegungen aufgenommen werden und anschließend die gesamte Bewegung in Slow Motion auf Haltung, Durchführung, Gelenkwinkel und Bodenreaktionskräfte analysiert sowie bewertet werden. Dies wäre ohne technische Hilfsmittel in diesem Maße nicht möglich, durch beispielsweise unser binokulares Sehvermögen. Es erfolgen in realer Geschwindigkeit einfach zu viele Informationen, welche wir in dieser Geschwindigkeit in einem hohen Komplex verarbeiten müssten. Und dies ist in dem Fall nicht möglich. Ein explizites Beispiel dafür möchte ich Ihnen anhand des Squat-Jumps im folgenden Video einmal erläutern. Ein Squat-Jump ist ein vertikaler Sprung, welcher aus einer tiefen Kniebeugeposition ausgeführt wird. Gehen wir davon aus, dass eine sportliche Person nach einer Verletzung der unteren Extremität, beispielsweise einer Kreuzbandruptur, wieder mit dem Joggen beginnen möchte oder man ihn auf Sprungbelastung vorbereiten möchte. In dieser Hinsicht ist aus meiner Sicht der Test des Squat-Jumps ein adäquates Mittel, um eine Aussage über den funktionellen Status treffen zu können. Ich habe Ihnen in dem folgenden Video einmal die Übersicht des Therapeuten der Technobody D-Wall dargestellt.
Wir haben hier die Möglichkeit, den Patienten zu monitoren, zu testen, diverse Übungen mit ihm durchzuführen und auch spielerisch mit ihm zu üben. Die Übungsbibliothek selbst besteht aus ungefähr 800 Übungen. Zusätzlich, wenn wir über Tests sprechen, haben wir die Möglichkeit, normale Fitnesstests zu machen, Gesundheitstests, Sprünge sowie stabilometrische Tests, auf die ich später noch einmal eingehen werde. Wenn wir jetzt über den Squatjump sprechen, besteht die Möglichkeit, diesen durchzuführen, entweder mit einer einmaligen Wiederholung oder mit mehreren Wiederholungen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, diesen weitbeinig durchzuführen, aber auch im bilateralen Vergleich durchzuführen. Zunächst erfolgt eine Abmessung des Patienten mittels der 3D-Kamera. Zusätzlich werden die Gelenke angezeigt, über deren Verbindung die Segmentschwerpunkte und letztlich der Körperschwerpunkt ermittelt wird. Der Springer beginnt aus der sogenannten Squat-Position. Dazu begibt er sich in die Hocke mit leicht nach vorn gebeugtem Oberkörper, hält das kurz und geht explosiv nach oben mit dem Ziel, so hoch wie möglich zu springen. Nun habe ich sämtliche Resultate, wie hier rechts zu sehen, die Bodenreaktionskräfte oder die Gewichtsverteilung des Körperschwerpunkts. Das heißt, hier kann ich als erstes sehen, ob der Patient seine nicht betroffene Seite eventuell mehr belastet bei der Sprungbewegung bzw. bei der Landung, die für mich in dem Fall sehr entscheidend ist. Jetzt habe ich die Möglichkeit, qualitativ das Ganze zu bewerten in dieser Slow-Motion-Funktion, sei es die aufsteigende Bewegung, die absteigende Bewegung und jetzt das primär Entscheidende, wie landet der Patient? Verschiebt er dabei seinen Schwerpunkt? Wo findet die Belastung statt? Sämtliche Resultate kann ich mir über einen Report erneut noch einmal ansehen, um später eine Verlaufsanalyse zu machen, um zu sagen, okay, er hat sich verbessert, kann mit dem Joggen wieder beginnen oder wir haben ihn auf diverse Sprungbelastung vorbereitet. Nun besteht auch die Möglichkeit, um mit Kollegen zu kommunizieren, sei es Ärzte, Therapeuten oder auch um dem Patienten aufzuzeigen, welche Fortschritte er gemacht hat, das Ganze einmal selektiert sich ausgeben zu lassen mit allen wichtigen Faktoren, die mich entscheiden, sei es die Sprunghöhe, die Kraft oder auch die Beschleunigung, die dabei umgesetzt wird. Wenn wir dies nun alles einmal erhoben haben, ist es nun entscheidend, anhand der Resultate das Ganze zu beüben. Und hier habe ich auch die Möglichkeit, die D-Wall als unterstützendes Element zu nehmen, um mich rein auf die verletzte Struktur als Therapeut selber konzentrieren zu können. Das heißt, ich gehe in meine Übungsbibliothek, suche mir eine Übung aus für die untere Extremität und möchte gerne eine freie Körperübung durchführen, als Beispiel, um natürlich auch in dem gegebenen Feld mich weiter zu befinden. Das heißt, wenn wir einen Squatjump getestet haben, ist es natürlich sinnvoll, auch in diesem zu trainieren. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie tief soll mein Patient gehen beim Squatjump, aus welcher Höhe, welcher Tiefe soll er abspringen. Dementsprechend ist natürlich der Impact bei der Landung. Als Beispiel habe ich jetzt einfach mal die halbe Kniebeuge ausgewählt, kann jetzt sämtliche Trainingsparameter hier steuern, auch aus welcher Position er das Ganze durchführen soll und entscheidend, welche Faktoren ich kontrollieren möchte. Einmal die Knieposition sowie den Oberkörper bei der Durchführung. Das heißt, ich habe drei Fixpunkte. Die Ausgangsposition des Patienten, er geht kurz nach unten in die Knie, hält das Ganze und soll dann explosiv in das dritte Feld springen. Den grünen Punkt, den Sie hier sehen, im Zentrum des Patienten, das ist der Körperschwerpunkt, der am Anfang berechnet wurde. Und anhand dessen ermitteln wir, wie tief der Patient in die Knie gehen darf. Auf der rechten Seite ist eigentlich das entscheidende Instrument für den Patienten zur Steuerung. Ich habe zum einen eine Gleichgewichtskontrolle, das heißt, welche Seite wird kräftiger belastet bei der Bewegung und zum anderen eine Rumpfkontrolle, das heißt, wie weit fällt mein Patient bei der Bewegung aus dem Lot? Neigt er sich mehr zu seiner nicht betroffenen Seite, betroffenen Seite und kann das Ganze darüber steuern? Wie man jetzt hier im ersten Durchgang sieht, ist der Patient bei der Bewegungsausführung immer weiter nach hinten gerutscht. Das haben wir jetzt in der Pause kurz besprochen, die ich vorgegeben hatte von 30 Sekunden, welche Parameter noch entscheidend sind, um eine saubere Bewegung auszuführen.
Das heißt, dass er sich zentral auf der Kraftmessplatte befindet, sodass der Körperschwerpunkt immer wieder die Gewichtsverteilung wiedergespiegelt werden kann und ich es besser kontrollieren kann, mich wirklich auf die verletzte Struktur konzentrieren kann. Und der Patient hat die Möglichkeit, sich einfach über die Kreise bzw. den Körperschwerpunkt im Monitor in die richtige Position zu begeben. Das heißt, die Hände gehen wieder in die Hüfte, er geht langsam nach unten und explosiv nach oben. Und ich als Therapeut habe jetzt die Möglichkeit, mir einfach in dem Fall die verletzte Struktur genau anzuschauen, wie qualitativ möchte ich etwas nachsteuern oder nicht. Zusätzlich sehen wir hier unten, dass das System erfasst, welche Wiederholungen bzw. wie viele Wiederholungen sauber durchgeführt wurden. Somit habe ich ein unterstützendes Element, was dem Patienten eine Bewegungsausführung immer erleichtert, weil er einfach ein Biofeedback bekommt. Und ich kann explizit an der Problematik arbeiten und ihn funktionell in die richtige Richtung bringen, um später sagen zu können, okay, du kannst wieder mit dem Joggen beginnen oder du kannst wieder langsam mit Sprungvarianten beginnen. Natürlich in dem Moment erst über diverse Reihenfolgen. Das heißt, erstmal nur eine vertikale Sprungbewegung, dann nach vorn zur Seite rückwärts und anschließend rotatorische Sprünge, was ich einfach wieder progressiv gestalten muss. Abschließend erhält der Patient immer noch einen Score, das heißt, wie gut er die Übung durchgeführt hat. Und dann ist das Ganze auch schon beendet. Eine weitere Testmöglichkeit, die wir oft durchführen, ist eine Stabilometrie. Diese führen wir sehr häufig bei Patienten durch, die eine endoprothetische Versorgung haben, um einfach zu schauen, wie ist das statische Gleichgewicht. Das heißt, wir machen einen Einbeinstandtest, welcher für 30 Sekunden durchgeführt wird. Der Patient nimmt die Hände in die Hüfte. Hier links sehen wir die Ansicht, die der Patient einfach auf dem Monitor sieht. Und rechts habe ich den Patienten separat noch einmal von hinten gefilmt. Was gleich im Einzelnen passiert, erläutere ich noch. Zunächst steht der Patient 30 Sekunden auf dem rechten Bein und versucht, so ruhig wie möglich zu stehen. Einfach das Fadenkreuz vorne auf dem Monitor zu fixieren. Und anschließend erfolgt das für die linke Seite. Der Patient wird wieder von der Positionierung her ausgerichtet, sodass wir uns an den Malleolen orientieren. Dann wird das Bein angewinkelt. Und jetzt sehen wir hier, dass etwas mehr Bewegung stattfindet, wenn links das Standbein ist. So, was ist nun passiert? Wir haben diese Übersicht und was wir gemacht haben, ist mittels der Kraftmessplatte zum einen einen Ellipsenbereich, das ist die Fläche des Körperschwerpunkts, die er einnimmt, um das statische Gleichgewicht zu halten, ermittelt, sowie den Perimeter, den wir einmal hier unten sehen. Das ist die Strecke, die der Patient über die Kraftmessplatte, über den Fuß zurücklegt, um das Gleichgewicht zu halten. Und diese setze ich dann über den Limb Symmetry Index in ein Verhältnis, um zu sagen, wie stark ist der Unterschied für die verletzte Seite und die nicht verletzte Seite. Und anhand dessen kann ich ein Gleichgewichtstraining immer weiter aufbauen und mir sukzessiv anschauen, wie eine Verbesserung stattfindet, um sagen zu können, dass der Patient beispielsweise wieder mit dem Laufen anfangen kann, mit dem Joggen anfangen kann, wenn wir auf unser Beispiel zurückgehen mit der vorderen Kreuzbandstruktur oder wenn wir darauf zurückgehen zu sagen, unser Patient wurde mit endoprothetischem Gelenkersatz versorgt, wann ist ein sauberer Einbeinstand wieder durchführbar oder an welchen muskulären Strukturen müssen wir weiterhin arbeiten, um das Ganze zu verbessern. Dies waren nun zwei Beispiele für ein funktionelles Screening mithilfe der Technobody D-Wall. Abschließend möchte ich Ihnen noch einen motorischen Lernprozess
kurz vorstellen, den wir nutzen können über eine spielerische Variante, wie beispielsweise mit Kindern, die ein Gleichgewichtsdefizit haben. Jeder von uns kennt dieses wunderschöne Spiel. Man muss einfach versuchen, die Murmel in das Loch zu bringen. Hier ist es so, dass wir, wenn wir über motorisches Lernen reden, gar keine große Erläuterung für den Patienten bringen, sondern ich sehen möchte, wie erarbeitet er sich das selbst. Das heißt, durch die Körperschwerpunktverlagerung, durch die Gewichtsverlagerung, wie wir das hier rechts sehen bei unserem Patienten, verschiebt sich das Ganze. Und ich kann auf spielerische Weise ganz einfach mit meinem Patienten die motorische Kontrolle beüben. Genauso gut kann ich das mit Patienten machen, nach endoprothetischer Versorgung, sei es Knie oder Hüfte, die immer wieder rein vom Kopf her das Problem haben, die betroffene Seite komplett zu belasten, obwohl sie es rein von der Belastung her dürften und könnten, aus Operateursicht. Und dann gibt es verschiedene Stufen. Der Patient wird einfach abgelenkt und ich kann sehen, kann er das Ganze qualitativ sauber durchführen oder nicht. Das ist immer so ein schöner Abschluss für den Patienten nach einer Therapie, dass er auf spielerischer Variante noch einmal das Ganze beüben kann. Ein weiteres Indiz für mich als Therapeut stellt immer wieder dar, dass ich hier einmal sehen kann, worüber kompensiert mein Patient das eventuell. Arbeitet er viel mit dem Oberkörper, kommt mehr Bewegung aus der Hüfte, aus der Hüftbewegung oder aus den Sprunggelenken? Und hier wird es dann schon so langsam wirklich interessant. Aber es hat immer einen spielerischen Faktor. Damit wäre ich mit meiner Präsentation schon am Ende, möchte mich vielmals bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch alles Gute. Vielen Dank.